Kill! Naja, erstmal wieder ein paar Jahre ausruhen. Mein Herrscher ist 72. Wow. 212. Optimal, oder? Das kann nur besser werden. Dieser dreckige Wittelsbacher, wie ich ihn hasse. Jetzt reicht's mir aber hier. Kämpft der Nachfolger in Böhmen, was? Was? Achso, du hast einen Regentschaftsrat mit schwachem Anspruch. Wollen wir einen Staat sehen? Boah, bitte stirb, mein König. Ich brauche mehr diplomatische Machtpunkte. Wieso erklärt Dänemark mir den Krieg? Du machst gerade den Öresund auf. Oh Gott. Oh Gott. Weil sie meinen, sie haben eine Schnette gegen dich? Das war knapp. Das war verdammt knapp. Okay, so jetzt. Das war geskillt. Genau. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, die KI beachtet einfach nicht, was der Bündnispartner man hat. Denkt einfach, 1 gegen 1 gewinne ich, aber prinzipiell habe ich keine Chance. Ja. Das kommt mir jedenfalls immer so vor. Die Ottomanen haben Serbien den Krieg erklärt. Ich dachte, der Sie ist kommen weg. Näher. Sie kommen näher, mein Gott. Der Kreuzzug. Die einzige Möglichkeit. Echt? Also langsam wovon müssen wir... redet ihr? Hallo, Weltfrieden. Weltfrieden. Langsam müssen wir hier... Wie wär's, wenn wir nachher den Mamluken bei dir freilassen, ha? Ich bin dafür. Wir lassen alles frei, was geht. Ja, ich würde gerade sagen... Angefangen mit dem Byzantinischen Reich. Ja, das aber ihr seid die Besten, ich liebe euch. Dann ist es wahrscheinlich sunnitisch oder so, das wollen wir nicht. Ist doch egal. Das macht einen Großteil seiner wertvollen Provinzen aus. Ja, wenn wir einfach den ganzen Mamluken freilassen... Ich meine, das ist wahrscheinlich wir mehr wir besetzen wert. Ihn nacheinander durch, bis wir alles raus haben, was rausgeht. Jeder darf einmal drüber rutschen. Jeder macht separat für ihn. Und Österreich macht dann eine PU, ne? Was ist sein Ziel? Ja, mit einem muslimischen Land, auf jeden Fall. Das ist dann die höchste Demütigung, oder? Ja. Finde ich nicht lustig, ihr seid alle fies. Und ich so mag ist halt, so ist halt, wenn man der einzige Sunnit ist. Weißt du, so geht's mir in der anderen Multiplayer-Runde. Nur, dass irgendwie gegen mich keiner Kreuzung machen will. Die auch alle helfen wollen, nur in dem großen MP. Ja. Ja, wie die letzten Volldeppen vorm Herrn. Wie alle kriechen dir in den Arsch. Wer hat mir denn bitte bisher geholfen? Sag am Anfang, ne? Ja, ganz am Anfang, stimmt, das war einmal, aber das war's auch schon. Ansonsten habe ich eigentlich fast immer alleine gekämpft. Kann ich durchlaufen oder nicht? Wie, durch mein Land? Du? Nö. Achso, du meinst mich. Wir hätten eigentlich 15, was ist denn das? Der war eben in den letzten Jahren, das Ende war da auch 14. Und ich war gerade auf dem Desktop, ich habe das eh nicht gesehen. Oder 14. Krass. Mein König will nicht 15 werden, habe ich so das Gefühl. Frankreich will wohl meine Landbrücke zerstören. Ja. Quatsch mich doch nicht, ich bin doch ein Guter. Ein Guter. Ich bin doch ein guter Mensch. Er ist der gute Guter, böser bist du, ne? Er ist der gute Franzose. Du brauchst doch gar nicht die Landbrücke. Brauchst doch Quatsch. Will ich nicht. Kannst du mal ich frag einfach durch. Dich, ob ich durch mein Land marschieren darf. Ich frag einfach dich, ob ich durch mein Land marschieren darf. interessant. Das war falsch ausgedrückt. Wenn du mir Reparationszahlungen zahlst, darfst du gern durch dein Land marschieren. Das ist so bescheuert dann. 2000 Holsteiner Tabletten und dann einfach beide gleichzeitig besetzen. Ach, erstmal erholen. Wieso Roy einfach mit Tech führend ist. Der macht ja auch nichts außer. Ja, wow. Ich weiß. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Türken nicht mehr rot sind. Du warst nie rot, du warst halt nur nicht mehr so hässlich rot im Rangschild, Mann. Ja, dafür hast du jetzt so ein komisches Kackbraun, ist auch nicht besser. Guck mal, aber es geht so ins Grüne rein. Ich hab die gleiche Scheißfarbe wie Burgund. Es geht aber ins so Grüne rein, das passt. Böhmen, ich bin genauso behindert wie Böhmen, oh mein Gott. Dankeschön.
Wie schafft man das als Böhm? Revolten. Ungarische Provinzen. Kriege gegen die falschen Gegner. Ja, so ungefähr. Gegen Würzburg. Oh, hier, ich kann jetzt auch endlich. Das habe ich noch gar nicht gemacht. So, ich bin wieder grün. Gott sei Dank. Könnte ich eigentlich auch mal jetzt machen. Besser als blau, ne? Oder wie war das? Ja, echt nur. Krass hier. Patani hat gegen Aceh gewonnen. Ich will das auch sehen können. Full Annexation. 180 Titel. Ah, guck das einfach mal an. Weißt du, wir spielen jetzt. Das war jetzt sonst Jahre. Du hast halt einfach schon das halbe Mamelukenreich annektiert. Was? Ich hab noch nie gesehen, dass Zypern Venedig kriegt. Ja, Venedig, das war einfach Zypern, der Mameluke, der Ottoman hat Mameluken gekillt und dann hat Venedig halt. Mameluke gedacht, jetzt ist noch ein legitimes Reich, alles okay. Ja, nee, eigentlich nicht. Ja, gut, nicht unbedingt. Ja, gut, der ägyptische Kern steht ja noch. Also noch. Dieser scheiß Däne hat einen 2-Sterne-General da drin rumstehen. 4, 5, 1, 2. Ich bin dafür, wir lassen die Hauptstadt aus. Ich mache wirklich nur meine Kardinäle reinkommen. Ich hab vier Kardinäle. Warum werden die Saftsäcke eigentlich alle in der Koalition gegen mich? Ich hab gar nichts gemacht. Echt mal. Echt mal. Muss mal echt hier langsam ruhiger vorangehen. Echt mal. Wo hast du denn hier eine... Also, hast du nur Mamelucken und Hedgers in der Koalition? Ist doch easy. Also wie immer bei allen Kurfürsten so 3 Punkte fehlen, damit die mich wählen. Böhmen, du bist echt eine kleine Hure, weißt du das? Warum? Ich bin keine Hure. Hast du ernsthaft gedacht, du kommst damit durch? Ich kann noch Geld bezahlen. Ich kann auch noch Geld bezahlen, so ist das nicht. Ich kann auch noch Bündnisse schließen, wenn du willst. Ja, das finde ich unfair, dass du einfach ohne Bündnisse genauso viele Punkte hast wie ich. Das ist irgendwie so... Weiß ich nicht. Was ist denn das? Bist du auf einmal ein Backstabber-Repeater? Ich bin ein Backstabber, genau. Ich bin der Backstabber. Ja, der hat ja auch einfach... Ungarn überrannt. Ja, ich hab... Bitch, ich will in der also, Schein. Eigentlich hat Böhmen zuerst angegriffen, ja? Naja, das ist halt ein... Ne? Ein ideologischer Feind. Muss es halt vorher eingreifen. Ja. Und ich habe trotzdem im Meisterland gekriegt. Ja, durch ein bisschen Glück mit den Events, ne? Oder was? Ja, ja, was heißt bisschen Glück? Also. Ja, bisschen Glück. Die Böhmen sind in Österreich. Das ist ausgelöst, nicht schlecht. Naja, wäre aber lustig, wenn Böhmen jetzt Kaiser wird. Ja, klar. Also alles besser als Bayern. Ach, guck mal, er hat sich dazu entschlossen, mich wieder zu wählen. Braves Böhm. Kriege ich jetzt ein Leckerli oder irgendwas? Ja, er hat nur eine Chance, das zu schaffen, solange ich es nicht bemerkt. Willst du ein Leckerli? Schottland hat einen 2-Sterne-General. Ja, hallo, das sind die Highlander. Die Engländer auch. Ja, nein. Ach, die Engländer haben nur einen 1-Sterne-General. Oh. Ziemlich wie so ein behinderter Hund. Ja, die Schotten sind halt eine Brave Skull. Ja, du hast gefragt, ich hätte ja nichts geben müssen. Ja, Moskau schafft wieder sehr viel. Ja, Moskau ist richtig. Denen. Moskau ist gut dabei. Die Goldene Horde hat auch Tula noch besetzt. Und Riazan ist wieder im Vasall von der Krim. Das ist immer so. Also ich bin gerade dabei, nach Nordjylland überzusetzen, aber gut. Diese Bayern ist einfach so unfähig. Bevor die an den fucking Thron gekommen sind, hatte ich noch 24 Reichsautorität. Das gibt's einfach gar nicht. Jetzt hast du einfach mal 0. Ja, und jetzt wollen die einfach nicht sterben, die dummen Penner. Der denkt, nein, wir müssen alles verteidigen. Und dabei immer verlieren. Kastilien brach das Bündnis mit Portugal? Das habe ich auch noch nie gesehen. Wahrscheinlich kommt das gleich wieder beschossen Bündnis. Keine Ahnung. Ja, hundertprozentig. Also. Ein zukünftiger Kaiser, wenn du willst, kann ich auch aus Friesland ins Reich holen. Ey, Kastilien hat gegenüber Portugal die Haltung feindlich, aus irgendwelchen Gründen. Wahrscheinlich ja, haben sie. Ja, die haben einen Anspruch auf Tangier oder Tangier. Ja. Die kriegen Uran auch nicht gekort irgendwie. Die sind halt unfähig. Mega unfähig.
Ultra unfähig. 27. Sardinien wurde zum Masala von Toskana. Ach ja, richtig teuer. Ja. Das ist Sardinien unabhängig. Wurde, aber man musste die freilassen, die Leute. Und zack, direkt wieder Vasal von irgendjemand anderem werden. Das ist die Geschichte von Sardinien. Das ist einfach eine traurige, aber lange Geschichte. Ich kriege die ganze Zeit Pluspunkte mit dem Teutonischen nochmal bei uns. Und Frankreich, was machst du mit Korsika? Ja. Hansel, lass mich mal für dich verhandeln. Dann können wir Bremen und... Wieso hast du eigentlich so viele Rebellen? Wie mache ich das? Haken rein, Diplomatie. Muslimverhandlungsfenster. Ja, so. Geht's. Action machen, bitteschön. Aber nicht so viel, sonst kriege ich wieder so übelst viel, Warum sollte dich das stören, Mann? Schweden hilft dir wieder. Trust ja, him. Ja, hat beim letzten Mal so gut funktioniert. Nee, ich kann dich. Nö. Ne. Also, ja, falscher Partner, ja, ja, Idiot. Ja, das Problem ist halt wie vorm Rechner. Nee, ich kann die, ja, ich weiß. Ich kann die Typen leider nur zu meinem Vasallen machen. Du musst also gleich mit Dänemark selber fahren. Ja. Na, vasalisiere Norwegen. Oder Norway. No way. No, no way. Way. Oh Mann, ey, der war so schlecht. Und trotzdem ist er drei Leuten gleichzeitig angefangen. Ja, das ist die No Gay, die die Provinz No Gay haben. No Gay. No Gay, No Gay. Schweden, hilfst du mir kurz, die zwei Truppen da in Lolland platt zu machen? Dann kann ich machen. Auf geht's. Danke. Wow, Serbien annektiert, während sie im Krieg mit den Ottomanen sind, die Walachei. Super. Cool, mit der Ottomane noch mehr Land bekommt, alles weißt du? Alles auf einmal, allem Rutsche. Klick, one click, Serbien. Yum, 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 yum. Mit einem Anspruch halt, weißt du? Also Sachsen-Lauenburg will Separatfrieden jetzt schon die ganze Zeit mit mir. Willst du lieber Stade oder lieber Sachsen-Lauenburg? Lieber Stade. Gut, dann würde ich tatsächlich mit den Typen Separatfrieden schließen erstmal. Die haben doch Salz! Mach das Salzmonopol! Was bringt eigentlich das Salzmonopol? Ich glaube, mehr Force-Limit oder weniger Unterhalt. Entweder das eine oder das andere. Okay. Diese Provinzen braucht man für das Salzmonopol. Du musst 20% des Handels kontrollieren. Des Salzhandels. Und dann. Du brauchst nicht mal irgendeine Provinz, die Salz hat. Im Endeffekt reicht, wenn du den Handelspunkt kontrollierst, wo alles durchgeht. Ja. Aha. Hilft natürlich auch, wenn du die Provinzen dazu hast. Ein bisschen, ne? Mhm. Ja, den Scheiß doch am Anfang erobern sollen. Jetzt ist Kassian fertig. Jetzt müsste eigentlich einen Anspruch verlieren auf Tangiers, aber haben wir. Oh, was haben wir hier? Auch so von der Kriegsgrund? Teutonischer Orden, darf ich bei dir mal meinem Militär anlanden? Natürlich. Hast du jetzt gerade das Business mit Polen gebrochen oder umgekehrt? Polen hat es von mir gebrochen, die verdammten Hurensöhne. Aber ich weiß auch nicht warum. Das ist einfach. Wird mal Zeit, ne? Da gegen was tun. Ja, das, ich verstehe nur nicht jetzt, warum. Warum? Ich meine, die haben keinen Anspruch auf mich. Wir waren beste Freunde. Wahrscheinlich, weil du mit
ihren Feinden verbündet bist. Ja, das bin ich aber schon seit 20 Jahren gefühlt. Ja, was ist denn das hier für ein Rumgehure Dreierbündnis? Wenn ich das so sagen darf. Nichts? Meinst du jetzt Böhmen, Deutsche Orden und Österreich oder was? Mhm. Frage ist halt. Ich mag Goldfisch und darum. Warum gibt's ja auf einmal 41 Prinzen? Das waren gerade nur noch 40. Die Provence ist reingekommen, weil ich ihnen alles weggenommen habe, was nicht im Reich ist. Ach so, okay, cool. Ja, mach Bayern. Leute. Ja, das ist natürlich auch, ne? Na, meint die Bayern wird schon dafür sorgen, dass es so bleibt. Lebt ja immer noch, what the fuck? Der lebt im. Der ist 66. Ich dachte, der wird 80. Der geht in die 80. Alter, ohne. Das ist echt sauer, der Witz einfach nur. Ich glaube, ich werde nicht mehr Kaiser. Der wird einfach so lange, bis das Spiel vorbei ist, noch leben. Der wird 415 oder so. Gefühlt ja. Der hat den Jungbrunnen in Bayern gefunden. Die Bayern-Stefan-Brauerei, ne? Oder was? Lass uns bei Gelegenheit mal diese neuen. 1000 Dänen da noch plätten. Die sind so ein bisschen nervig. Der arme Däne ist wie ein geprügelter Hund, ey. Hey, der hat mir den Krieg erklärt. Ja, das ist auch bescheuert. Vollkommen unschuldig. Ich könnte Frieden forsten. Er wird sogar annehmen. Willst du nicht noch deine 2000 Truppen aus Gotland holen, bevor wir. Das wäre jetzt gemein, wenn ich jetzt Dänemark zum Frieden zwinge. Das wäre ja richtig gemein. Das wäre lustig, mach mal. Ja, geht nicht, dafür brauche ich bessere Beziehungen mit Schweden. Hm? Was? Wer? Wo? Ich könnte Dänemark dazu zwingen, mit dir Frieden jetzt zu machen. Oh, also weißen Frieden. Ja, genau. Als wenn ich den auch noch annehmen würde. Nee, ja, du musst dann, glaube ich, annehmen. Ja, sonst würdest du halt mit dem Krieg kommen. Ja, so ungefähr. Aber nicht gegen dich. Wenn ich Dänemark dazu auffordere, mit dir Frieden zu schließen. Und sie das nicht machen? Doch, würden sie machen. Ja, aber dann muss Schweden das ja nicht annehmen, oder? Das weiß ich nicht. Am besten, wir lassen es einfach. Ja, das ist eine gute Idee. Guter Plan. Kurz mein Safe anlegen. Kurz das ausprobieren. Ach verdammt, da waren gar keine Transportschiffe bei. Moment, die stehen noch an den Shetland-Inseln rum. Da kommen nochmal 5000 Mann. Und nochmal 2000 aus Thailand. Ja, hallo, die haben einen 2-Sterne-General, die werden uns richtig auf den Sack hauen, die Typen. Auf den Sack! Ich hasse diese 2-Sterne-Generäle, weil wenn es nicht meine sind. Ein 3-Sterne-General ist lustig. Dann kriegen die Koloniene, aber mit ihrem Scheiß. Die ganze halt Zeit nur Manövertypen. Und das im Flachland, das ist so sinnvoll. In den Bergen kann ich das ja noch verstehen, aber in dem. Nee, hier ist nix. Kannst du in Norwegen? Dumpf, da gibt's auch Berge. Ja, aber in Norwegen brauchst du ja nicht mal einen General dafür, da brauchst du ja bloß 3 Mann. Ja, das stimmt. Schon ein bisschen gemein. Die Norweger so fertig zu machen. Ja, ich finde Norwegen eigentlich auch ganz cool, nur Norwegen ist leider echt schwach. Ja, Koalition gegen uns. Der Islam rückt vor. Problem ist. Hast du dich aber stark in Grenzen gehalten jetzt? Ja, und? Ich bin halt friedliebend. Was wollt ihr eigentlich? Du willst nur die wahre Religion verbreiten, ne? Echt mal. Stellen sich die Dschihadisten auch in. Solange das nicht wie bei deinem letzten Spiel gegen mich war, Bauklotz, ne? Wo du da mit 100.000 Polen Litauen da vor meinem Reich stehst und forderst, dass ich die Religion ändere. Das war so lustig. Aber mit einem Mausklick, zack, wurde er Preußen. Das war Argument genug. Okay, also wegen mir können wir da loslaufen, ne? So, 3, 2, 1, go. Lauf. It's the chopper. Stirb. Oh, guck mal, die haben schon so wenig Moral. Die hauen uns weghauen. Schlesien ist. Ist nicht mehr. Yay. Verrecket, ihr Dänen. Alter, was die uns da wegbrettet. Jetzt sieht der Goldfisch halt jetzt wirklich aus wie ein Goldfisch. Ja.